Dankeschön. Wir haben es gehört. Schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Sie haben es gehört. Ich weiß, dass viele Männer jetzt sagen, ja, oh, wo ist sie denn heute? Aber viele Frauen werden gesagt haben, hey, was ist das für eine Stimme? Heute, meine Damen und Herren, unsere liebe Kollegin Nathalie, sie ist krank. Kommt mal vor, oder? Gute Besserung, Cherie, und Vorsicht mit der Bauchnabel zu Hause. Und diese Stimme, meine Damen und Herren, das war, sie nennen ihn bei Sat.1 The Voice. Heute Abend Weltpremiere. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er von Frauen nachts angerufen würde und sagt, bitte sprich mir irgendwas. Diese Stimme macht mich wahnsinnig. Es war The Voice, die Stimme unseres Freundes und Sat.1-Redakteurs Josef Ballerstaller. Jeden Tag bringt er das Bargeld aus Berlin von Sat.1 in 2 Plastiktüten hierher für uns. Und heute hat er auch diesen Text am Anfang gesprochen. Danke an dieser Stelle. Eine Nachricht für alle, die demnächst mit Air France fliegen wollen. Sie wissen, die Fluggesellschaft unserer französischen Nachbarn. Wenn Sie mit Air France fliegen wollen und fett sind, dann Vorsicht. Dicke müssen bei Air France in Zukunft das Doppelte zahlen. Ist doch unglaublich, oder? Weil sie den doppelten Platz brauchen. Ja? Die Bahn ist da zum Beispiel fairer. Wer 150 Kilo wiegt, ja, der kann bei unserer Bahn als Minigruppe reisen. Meine Lieblingsszene im Flugzeug ist immer, wenn so ein, ich sage nicht dicker, wenn ein Mensch, der es mit den Drüsen hat. Oder jemand mit einem schweren Knochenbau. Ja. Versucht mit diesen Wurstfingern dann die Portionsdose von der Butter aufzumachen. Mit diesen Fingern, die hier enden. Ja. Und wenn ich sehe, dass so einer neben mir im Flugzeug sich den Schweiß abwischt, ja, ziehe ich mir einen Pulli an und sage, heute ist kühl. Was mich immer ein bisschen stört, das sind diese diskriminierenden Witze im Flugzeug. Wenn zum Beispiel eine Flugbegleiterin, eine Stewardess mit dem Getränkewagen so in Hörweite eines Dicken zu ihrer Kollegin sagt, sag mal, weißt du, wie Fettabsaugen geht? Mach doch einfach mal die Tür auf. Das muss nicht sein. Heute Abend, meine Damen und Herren, haben wir zwei großartige Gäste. Wir haben eine junge Kollegin, die zurzeit eine nicht ganz einfache Zeit zu überstehen hat, denn sie ist aus Versehen aneinander geraten mit Deutschlands besten und coolsten Schlagersänger Wolfgang Petri. Sie ist bei Viva, tolle Kollegin unseres Lieblingssenders Viva, und wir werden sie heute befragen, wie war das mit dem bei Viva 2, natürlich, bei Viva 2. Viva 1 kenne ich ja gar nicht, bin ich schon viel zu alt. Viva 2, und wir werden sie fragen, wie war das denn? Was gab es denn für ein Missverständnis zwischen dir und Wolfgang Wolle Petri? Bei uns zu Gast heute Abend Katja Gieglinger. Und mein zweiter Gast ist seit wenigen Wochen Kollege hier bei uns bei Sat.1. Er hat sich ins tobende Geschäft des Nachmittags begeben. Er macht, ich glaube, die 84. Talkshow im deutschen Fernsehen. Allerdings erst die 17. bei Sat.1. Vor einigen Wochen gestartet, meine Damen und Herren, mit einem fulminanten Lebenslauf. Wirklich born in the USA. Then his family moved to the lovely Hunsrück. Yeah, and from there he went to Hot, Verkaufschannel, and now Sat.1. Welcome home, Ricky Harris! Die Polizei in New York. Danke. Vielen Dank, ich sage es immer wieder, das tut gut. So ein Beifall, er hilft und zeigt, dass wir
mit dem, was wir für Sie vorbereitet haben, richtig liegen. Danke. Und ich sage es nochmal, wenn Sie zu Hause jetzt zum Telefon rennen, die Stimme des Mannes, der heute den Vorspann gesprochen hat, gehört Josef Ballerstaller. Josef Ballerstaller von Sat.1. Und wir werden, ich glaube, dass wir heute Nacht noch anfangen werden, CDs zu brennen, um die ersten 500.000 Frauenherzen befriedigen zu können, die sagen, ohne diese Stimme ist mein Leben sinnlos. Und Sie haben recht. Die New Yorker Polizei, meine Damen und Herren, möchte schwule Polizisten einstellen. Das scheint dort neu zu sein. Ja? Und zwar Begründung. Man soll homosexuelle Polizisten haben, damit wir möchten sicherstellen, dass die Polizei die ganze Verschiedenheit dieser Stadt New York widerspiegelt. Alle Gruppen sollen repräsentiert sein. Die schlimmste Drohung, glaube ich, die man von schwulen Polizisten hören kann, ist: Halt, stehen bleiben oder ich heule. Einen Autor muss ich vorhin noch hinrichten lassen, vor Beginn der Sendung. Das ist immer schmerzhaft, wenn man so ein junges Leben in sich zusammensacken sieht. Aber er wollte mir folgenden Gag unterschieben. Schwule Polizisten in New York, das sind die, die lieber keine Frau, sondern einen Mann hätten. Das ist entsetzlich, oder? Das ist doch grausam. Dann, es gibt Neues von Nutella. Und zwar, es gibt jetzt ein Nutella-Kochbuch. Weißt du mal was Schönes, ja? Egal ob süß oder sauer, kochen mit Nutella. Nutella, liebe Aldi-Freunde. Ja, Nutoka für Besserverdienende. Nutella-Küche gab es ja früher schon in der DDR. Das wissen viele gar nicht, ja? Mutti hat das Essen serviert und Vati sagte, Nutella haben wir wenigstens. Es lebe Sachsen, meine Damen und Herren. Wir waren ja früher zu Hause, habe ich schon mal erzählt, ja. Wir waren ja früher so arm, das ist aber toll. Reihe 3 hier bei uns, zu Gast heute Abend, Giorgio Armani. Tolle Sache. Herzlich willkommen. Giorgio Armani. Buongiorno. Buongiorno. Toll, mit dem auftätowierten T-Shirt. Fantastisch. Habe ich schon mal erzählt, wir waren ja früher zu Hause so arm, wir hatten ja kein Nutella. Ja? Wir haben uns ja aus Pfützen braunen Schmutz hier an den Mundwinkel geschmiert, ja? Damit die Nachbarskinder gesagt haben, du Harald, du hast ja noch Nutella. In diesen Tagen feiern wir das Jubiläum 30 Jahre Internet. Das hätten Sie auch nicht gewusst, geben Sie mal zu, oder? 30 Jahre, man hat doch gedacht, Internet, das ist so eine Sache von 3 oder 5 Jahren. Haben wir noch nicht gewusst. 30 Jahre Internet, im September 69 in Los Angeles. Erfunden, und zwar als militärisches Zubehör, 2 Rechner für das US-Militär, 5 Meter Kabel und dann ging's los. Ja? Entdeckt wurde das ja mit dem Satz, das Internet, huch, wie kommen die Titten auf meinen Bildschirm? Muss man sich vorstellen. Ja? Es fing an, 2 Militärcomputer und 5 Meter Kabel. Mehr hat Rudolf Scharping heute auch nicht mehr. Für mich war es höchste Zeit, dass ich mich auch einarbeite. Das Internet ist so fantastisch. Oder man gibt Unmengen Kohle aus für die neuesten Errungenschaften und mailt dann dem anderen was. Hallo, bei dir auch nichts los? Ist doch irre. Und ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Es kann nicht sein, dass ich nicht die primitivsten Vorgänge auf dem Computer ausführen kann. Ich muss einen Kurs machen. Und ich habe mich angemeldet, 11 Uhr morgens, hier Stadtbibliothek Köln. Anfängerkurs im Internet. Und seit heute, meine Damen und Herren, www, meine Welt. Das Internet. Unendliche Informationen. Dies sind die Abenteuer des TV-Moderators Harald Schmidt auf seiner Suche nach neuen Medien und neuen Dimensionen. Viele Lichtjahre von Köln-Mülheim entfernt, dringt Schmidt in virtuelle Welten vor, die er nie zuvor gesehen hat. Zeit kurz vor Ende des 20. Jahrhunderts. Der Ort, die Kölner Stadtbibliothek auf dem Planeten Erde.
Harald Schmidt drückt noch einmal die Schulbank. In einem Einführungskurs der Volkshochschule will er sich mit der Medientechnologie der Zukunft vertraut machen. Internet für alle in 10 leicht fasslichen Schritten. Die didaktisch versierte Performance des Kursleiters schlägt die Zuhörer in seinen Bann. Stunden voller Konzentration vergehen. Begierig saugt der alerte Entertainer alles Wissen wie ein Schwamm auf. Gibt's bis hierhin noch Fragen? Bestimmt jede Menge, oder? Nicht? Der Computer ist aus. Gut, dann machen wir das. Ja, wie komme ich ins Internet? Internet Explorer. Das heißt, wenn der Computer angeschaltet wird, erscheint dieses Bild, ja? So oder ähnlich, genau. Ja. Ja? Ja. Und man kann jetzt, entweder gibt es hier so einen Button, Internet Explorer, ja. Oder man kann hier auf Start gehen, ja. Und dann kommt das auch. Nee, war eigentlich immer noch nicht. Bist du eigentlich daheim? Einfach drauf lassen. Das ist also hier nicht klicken, sondern erst drauf lassen. Und dann. Mit der linken. Rechts, was ist der Unterschied zwischen rechts? Rechts ist meistens irgendwelche Hilfsgeschichten, abspeichern, kopieren oder sowas. Links ist die Haupttaste. Und zwar auf das Symbol. Weil so kann man nur die Bezeichnung verändern. Nochmal. Nicht so einfach. Ja, das ist, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das in der Tat vielleicht auch zweimal klicken. Ich weiß nicht, das ist so. Ja. Klicken Sie auf die Adresse. Hier, ja. Rechts oder links? Hier oben. Nee, in das Feld rein. Nee, hier. Nee, schon eigentlich richtig. Da. Jetzt wieder mit der linken Maustaste. Woher weiß ich, wenn ich rechts oder links drücken muss? Also links ist immer, um irgendwas abzuschicken. Rechts ist, um so ein Fenster aufzumachen, kann man vielleicht so sagen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Nee. Wieder auf dieses Kreuz gehen. So. Und jetzt gehen wir nochmal auf Bauen. Und klicken wir mit der rechten Maustaste. So, und dann steht dann im neuen Fenster öffnen. Ja. Nee, das war. Ich muss speichern unter. Sonst allen zu weit. Aber einfach dazu ab. Genau. Nee, das war jetzt nicht drauf. Das ist wirklich eine Sache von der ersten halben Stunde. Aber das heißt aber eigentlich, um das zu können, muss ich definitiv ja die Computergrundbegriffe kennen, ne? Oder? Das ist mit der linken Maustaste. Ja, leider ja. Aber so ein Vollidiotenkurs, wie ich ihn brauche für Computer, gibt es sicher auch bei der Volkshochschule. Klar, oder? Ja. Das gibt's ja. Ja, und das sind ja auch sicher ganz interessante Menschen, die man beim Anfängerkurs für den Computer 1999 vor Jahrhundertwende kennt. Es gibt heute noch. Hier nebenan gibt es Veranstaltungen Internet und Computer für Senioren. Nee, Medienkompetenz für Senioren. Ja. Ab 50. Ja, ja. Meine Welt. Gelächter hier gewesen im Saal während des Vorführens. Hätten Sie mal hören sollen zu Hause, oder? Ich habe den Eindruck, ich bin der Einzige, der es nicht kann. Sie können das alle, ja? Hier, diese Mappe hier habe ich da mitgenommen. Das sieht auch richtig schon internetmäßig aus, oder? Schau mal, Internet für alle. Eine Einführung auf Umweltschutzpapier. Aber Achtung, jede Suchhilfe, na gut, das brauche ich ja später erst. So, jetzt geht es hier in die wunderbare Welt des Internets. Das ist das Medium der Zukunft. Das sage ich mal für die Älteren. Die das noch nicht wissen, so wie ich, das ist das Medium der Zukunft. Ja? Ich weiß auch noch nicht genau, wofür ich es brauche, aber es ist das Medium der Zukunft. Und da, oh süß, guck mal, das sehe ich jetzt, da sind 3 Vögelchen hier auf meinem Computer. Schon wird man wieder abgelenkt, oder? So was in der Schule auch, ja, hol mal das Heft raus. So, jetzt wird aber gearbeitet und Arbeitsplatz, Netzwerk, Umgebung brauche ich nicht, Papierkorb, Posteingang. Ich starte hier locker und haben Sie es gesehen? Das war für mich war es überhaupt schwierig, die Maus zu bedienen. Über dieses
Profis können das ja ohne hinzugucken, ja? So. Und ich habe immer falsch getippt. Und ist das richtig? Internetbrowser muss ich jetzt ein Ruhe, sag mal leise. Ein bisschen konzentrieren. Internetbrowser muss ich zweimal klicken, ist das richtig? Um reinzukommen? Jo. Was ist jetzt? Starten. Wir haben doch die Computer, glaube ich, billiger gekriegt, oder? Ah, jetzt geht's. Georgie, ich muss mal fragen. Ich habe hier unseren Internetbeauftragten Georgie, meine Damen und Herren, hier oben. George Gates, im Internetzeitalter sitzt er hier oben. Er kontrolliert das und wird mir ein bisschen helfen. Sie kennen es übrigens früher von der Politik. Wissen Sie, Ceausescu, früher, Rumänien, ja? Wenn der auf die Jagd ging, ja? Da wurden 20 Wildschweine betäubt und dann schon bewusstlos vor ihn hingetragen, hat geschossen und gesagt, ja, yeah! Du hast hier. Und so ist hier, damit ich einen Computer bedienen kann, müssen 200 Leute hinten mit Minen und Schutzhelmen und so weiter liegen, um das zu machen. Das ist Georgie. Georgie, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Na, wieso ist der Computer kaputt? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Eigentlich ja. Was denn? Du musst auf das blaue Icon gehen, oben drüber. Ach so. Icon ist es eh da, ja? Ja, genau. Ach so. Ach so, man darf nicht hier auf das Dings gehen? Nee, da kann man den Namen ändern. Das will ich ja nicht. Muss ich jetzt einmal oder zweimal klicken? Zweimal, bitte. Kurz hintereinander. Ja. Ah, jetzt. Yes. Ja. Yeah. Ja, das Medium der Zukunft. Ja. Was hat er gesagt? Senioren machen heutzutage Anfängerkurse im Computer, ja. Und ich habe es genau gewusst, ja, weil was mir fehlt, ist eigentlich nicht das Verständnis fürs Internet, sondern die Grundbegriffe des Computers. Aber jetzt, meine Damen und Herren, mit einem lässigen Hallo schieben wir mal hier rein. Und jetzt schreibe ich rein. Ich habe mir was ein bisschen vorbereitet. Ich habe heute Mittag geübt. Auf dem Computer vom Redaktionsleiter. Das war auch nicht einfach, weil der hat so dreckige Tasten, ich habe die Buchstaben nicht erkannt. Jetzt, ich habe mir überlegt, ich plane mal eine Reise mit dem Zug, ja, mit der Eisenbahn von Köln nach Nürtingen, wo meine Eltern wohnen. Da tippe ich ganz locker www. Ist das richtig, Georgie? Ja, jetzt muss ich bahn.de und ganz wichtig, Enter. Unsere Bahn. So, ist es für Sie bisher nachvollziehbar oder zu schnell? Ich wette, Gottschalk kann das auch nicht. Gottschalk, Bio. Meiser, alle keine Ahnung von. Na, Meiser vielleicht schon, aber Gottschalk, Bio, wette ich, haben keine Ahnung vom Computer. Wird auch nie gefragt. Man könnte sich mal bei Wetten, das mit der Computer, mit einer Internetwecke reinschmuggeln. So, jetzt Fahrplanauskunft hier. Aktueller DB-Fahrplan. Immer wenn die Hand kommt, kann ich drücken, George, hier. Ja. So, jetzt kommt es. Von, bis hierher lief es eigentlich schon erschreckend gut. Und es lief vor allem zügig. Sie wissen jetzt auch, warum man sagt, das Internet ist so wahnsinnig schnell. Jetzt geht es von Köln / querliegend Mülheim. Wir wollen es ja nicht so einfach machen. Ja? Von Köln-Mülheim nach Nürtingen. Und, das weiß ich, der Computer ist wahnsinnig dumm, er ist nur sehr schnell. Deswegen muss ich ihm sagen, über Stuttgart. So, und jetzt heißt es Verbindung suchen. Ist auch toll, man wird so viel kommunikativer, man redet wieder viel mehr. So, man das Computer, Verbindung suchen, so. Hier, Nürtingen, was? Ihre Zielhaltestelle ist nicht eindeutig. Aha, klar, Nürtingen ist groß, das weiß man. So. Und Sie haben jetzt die geile Gelegenheit, Nürtinger Stadtteile kennenzulernen. Nürtingen, ja, Rostorf, Neubausiedlung, vor 20 Jahren geschaffen, so ein bisschen klein Manhattan, Nürtingen Vorstadt, Nürtinger Straße Groß-Bettlingen. Weiß ich gar nicht, ob da überhaupt noch Deutsche wohnen. Dann
Ja, es ist so. Es ist so. Es ist so, ja. Zopp Nördingen, das ist was ganz Geiles. Wissen Sie, was der Zopp von Nördingen ist? Der zentrale Omnibusbahnhof. Ja, zwei Busse und ein Alkoholiker. Aber im Internet. Und zwar seit 20 Jahren der gleiche. Hey Harald, ich will mal daheim. Schlimm, seinen ehemaligen Mathelehrer so sehen zu müssen. Und dann... Schauen Sie mal, was es hier in Nürtingen gibt. Kroatenhof. Und jetzt, meine Damen und Herren, Schillerplatz. Der Schillerplatz heißt heute Schillerplatz. Und raten Sie mal, wie der so um 1940 geheißen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, da hieß auch das Gottlieb-Daimler-Stadion anders. Immer mit der Zeit gehen. So, jetzt sei mal hier. Schillerplatz. Georgi, wenn ich jetzt von Köln-Mülheim nach Schillerplatz Nürtingen will, muss ich jetzt da schon klicken oder wie? Du klickst jetzt Schillerplatz an. Ja, hier so, ja? Ja, so und dann Verbindungen suchen. Verbindungen suchen, ja. So. Aha, fantastisch. Das heißt also, die nächste Möglichkeit für mich wäre zum Beispiel 21.44 Uhr mit IC, Interregio, RB und Bus bin ich in 9 Stunden in Nürtingen. Donnerwetter, 8 Stunden 32, hier sehen Sie es präzise, das ist aber cool. 8 Stunden 32, nur 5-mal umsteigen. Ja, wenn ich mir das jetzt präzise ausdrücken lassen will, ja? Georgi, bist du weg? Nein. Muss ich dann jetzt hier drücken, oder? Du wolltest jetzt die Verbindung um 21.44 Uhr. Ja, genau. Dann klickst du die anderen erstmal weg. Da sind links die Häkchen. Diese Häkchen wegklicken? Ja, genau. So, so. Die, das und dieses, ja? Ja, genau. Und jetzt Reiseplan? Dann auf Reiseplan, genau. Aha. Donnerwetter. Also 21.44 Uhr, 7 Minuten bis zum Kölner Hauptbahnhof. Dann geht es weiter von Köln zum Frankfurter Flughafen. Das wird knapp, nur 7 Minuten zum Umsteigen, Stuttgart 2.12 Uhr. Das ist geil. Dann habe ich 2,5 Stunden Aufenthalt auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Das ist toll. Hätten Sie einen Ausweis? Da freue ich mich schon. Dann geht es nach Plochingen. Nochmal eine halbe Stunde um 5.22 Uhr und von Plochingen nach Nürtingen. Und das ist ganz wichtig, wenn Sie in Nürtingen auf dem Bahnhof ankommen, ja, geht's durch die Unterführung, da riecht es ein bisschen streng, aber Sie brauchen sich nicht aufhalten, geht's durch die Unterführung durch, Fußweg 3 Minuten zum Omnibusbahnhof und von dort geht es mit dem Bus, da haben Sie dann wenig Zeit, 6.08 Uhr kommen Sie an, 7 Minuten später Richtung Neckar-Tenzlingen, Bempflingen zum Schillerplatz und er fährt genau 1 Minute. Das heißt, ja, ein absoluter Knaller, weil das heißt, ja, da muss ich mich entscheiden, ob ich 3 Minuten zum Busbahnhof rüberlaufe oder gleich 1 Minute hoch auf den Schillerplatz. Ja. Aber wie gesagt, tolle Sache und man kann das ja, glaube ich, auch komplett jetzt über das Internet gleich buchen. Aber brauche ich ja nicht, weil ich habe ja eh keine Zeit zum Fahren. Ich will Ihnen noch mal eins zeigen, schauen Sie mal. Dann habe ich noch. Ach, jetzt habe ich wieder völlig falsch. Hier, jetzt geht's hier zweimal. Heute Nachmittag bin ich noch mal rein unter meinem Namen. Ich wollte mal die Website von unserer Show sehen und was entdecke ich da? Ich habe den Namen falsch. Und jetzt Harald Schmidt.de. Und gucken Sie, was da kommt. Regios, das Informationssystem Oberschwabens unter meinem Namen. Was heißt das?
Was heißt das? Das heißt doch, dass Oberschwaben sagt, uns will eh keiner sehen. Oder? Also machen Sie meinen Namen da rein. Und wenn man dann diesen Namen anklickt, dann kommt man hier rein. Ist kaputt, Georgie. Ah, gelber Strom, jetzt hier sehen. Wieso funktioniert das? Ja, ist ja scheiße, wer braucht das denn? Das ist ja nicht. Hier. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Es ist wichtig, dass Sie so einen Computer immer runterladen, sonst stürzt er ab. Zeig doch mal die drei Vögelchen, die sind süß, oder? Ich muss sagen, Internet, tolle Sache. Und ich glaube, dass ich auch bald zu den Süchtigen gehöre. Und wir lassen diesen Computer jetzt hier immer griffbereit, falls es Sachen gibt, die in Windeseile im Internet nachgeschaut werden müssen. Mein erster Gast ist sozusagen mit dem Internet aufgewachsen, meine Damen und Herren. Sie ist beim modernsten Sender der Welt tätig, bei Viva 2. Dort moderiert sie die Sendung To Rock und die Charts am Wochenende. Herzlich willkommen, Katja Giglinger. Zuerst muss ich dich ja direkt korrigieren, weil ich moderiere bei Viva 2 nur die Charts, nicht mehr To Rock. Du hast früher mal To Rock moderiert. Habe ich jetzt falsch abgelesen? Ja. Harald. Jetzt. Ja, ich war so fasziniert vom Internet. Das Internet ist für dich Alltag, oder? Du kannst mit dem Computer umgehen. Es geht so. Ja, du kannst es besser als ich. Das weiß ich nicht. Doch, bin ich mir sicher. Meinst du? Also du machst nur du machst die Charts am Wochenende. Ja. Ja. Und jetzt war in der Presse zu lesen, große Aufregung. Ja, oh Gott. Nämlich, da du hast da was losgetreten, nämlich Wolfgang Petri. Also ihn hast du nicht losgetreten, sondern seinen Zorn. Ja, Wolle. Ja, Wolle Petri. Und zwar, du hast eine Bemerkung über ihn gemacht. Wie war die? Du hast gesagt, er ist der Charles Manson des deutschen Schlagers. So ist es. Okay, dazu muss ich sagen, also Charles Manson war etwas übers Ziel hinausgeschossen. Wir haben das wirklich rein auf... Hört mir mal zu. Der Charles Manson. Ja. Also es fing so an mit Schnurrbart des Entsetzens. So hast du ihn zuerst genannt. Ja. Schnurrbart des Entsetzens. Und fleischgewordenes Freundschaftsband. Ja gut, und Charles Manson war auf jeden Fall, wie gesagt, übers Ziel hinausgeschossen. Da habe ich eine Grenze übertreten. Wir haben das wirklich rein auf musikalischer Ebene gemeint. Und nie persönlich gegen ihn? Wir wollten nicht für die Person Wolfgang Petri mit Charles Manson gleichstellen. Jetzt wurde geklagt, oder? Wolfgang Petri, so fing das Ganze an. Also du sagst, Wolfgang Petri hat geklagt, nicht Charles Manson. Ja, ja, das ist ja wichtig zu wissen. Ja. Oder? Ja. Harald, du müsstest das ja eigentlich mitgekriegt haben. Also Viva 2 hat ja jetzt noch eine 100.000 Marks Klage. Warum? Warum? Von Charles Manson. Der ist sauer über den Vergleich. Ja, also das ist... Das ist jetzt nicht von mir. Das war eine Meldung der Sat.1-Wochenshow. Ich muss ja jetzt vorsichtig sein mit solchen Dingen. Ja, ja, also man muss da sehr jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja. Also wer kennt das besser als ich? Jede Woche unterschreibe ich eine Unterlassungserklärung. Aber das heißt, Wolfgang Petri hat gesagt, also diesen Vergleich, das lasse ich mir nicht bieten. Ja. Und er hat Recht bekommen. Also wir haben uns jetzt so geeinigt, er hat 50.000 Mark von uns bekommen, von Viva 2. Und letztendlich kommt das Geld ja auch einem guten Zweck zugute. Es geht an die Erdbebenopfer in der Türkei. Und die haben es wirklich bitter nötig. Ja. Und da hat Wolle das Geld hingespendet. So ist es. Ja. War das ein außergerichtlicher Vergleich oder war das Ergebnis eines Richterspruchs? Nee, wir haben uns außergerichtlich geeinigt. Aha, nach dem Motto, lass uns reden, lass uns die Sache, es kommt nicht wieder vor. Das ist natürlich die Voraussetzung bei sowas. Ich darf ja auch unglaublich gute Videos nicht mehr zeigen, bei mir in der Show. Ehrlich? Mhm. So. Mhm. Was denn zum Beispiel? Darf ich nicht sagen.
Ich kann nur so viel sagen, Stichwort Hollywood. So. Ja, das ist wichtig. Hast du eine gute Rechtsschutzversicherung? Ja, ich muss jetzt doch wirklich arg sparen. Bei uns zu Hause gibt es nur noch Tütensuppe und Trockenbrot. Hat das Viva bezahlt, die 50.000 Mark? Ja, Viva 2. Wie hat denn Viva 2 reagiert, als das losging mit diesem Ärger? Also begeistert waren sie erstmal alle nicht. Aber ich kann wirklich sagen, es stehen alle hinter mir. Das hat man ja immer selten. Normalerweise wird ein Moderator gefeuert, wenn es so hart auf hart geht. Dieser eine Berliner Rundfunksender, wo der Moderator beim Bundespräsidenten angerufen hat, nächsten Tag gefeuert. Also Viva sagt, okay, also, es sollte nicht wieder vorkommen, aber wir stehen zu dir. Genau. Ja. Ist dir die Muffe gegangen, als das plötzlich so hochkochte? Ein bisschen schon, weil ich habe es vorhin schon gesagt, also das, was ich da losgetreten habe, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Also weil wir wirklich bei der Aufzeichnung, da habe ich die ganze Zeit auch an diese, was ich vorhin gesagt habe, an diese musikalische Ebene, ich habe halt wirklich keine Person mit Charles Manson vergleichen wollen. Also ich habe das nur im Kopf gehabt und als ich dann meine Aufzeichnung gesehen habe, da habe ich auch gedacht, oh weia, wenn das nicht ins Auge geht, gut, es ist ins Auge. Wissen denn alle Viva-Zuschauer zum Beispiel, wer Charles Manson ist? Ja, das ist auch in den Zeitungen, in der Presse ausführlich erklärt worden. Dann, im Nachhinein. Ja. Ja, und natürlich, also ich meine, das ist eine Sache, wenn das gerichtlich so entschieden ist. Es kam dann aber gar nicht zum Prozess, wenn ich richtig verstanden habe, ja? Nee, es kam nicht zum Prozess. Und jetzt ist die Sache, ist man da jetzt dann ein bisschen gehemmt, wenn man vor die Kamera geht, dass man sagt, das vielleicht doch nicht und ist bei dieser Gruppe nicht schon der Titel eine Beleidigung und so? Also ist man dann vorsichtiger? Also am Anfang war das schon ein bisschen so bei mir, aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen die deutschen LP-Charts auf Viva 2 übrigens jeden Samstag um 16 Uhr. Das habe ich gesagt, samstags 16 Uhr Viva 2, genau. Die deutschen LP-Charts. Genau. Wer ist da zurzeit Nummer 1? Im Moment ist der Buena Vista Social Club. Das auf sollte Platz man nicht glauben. Das ist, das ist wirklich ganz schön. Leider haben wir nur überhaupt gar keinen Videoclip dazu. Das ist weniger schön. Da könnt ihr doch einfach bei Wim Wenders im Kino was rauskopieren. Ja. Da läuft auch wieder. Da haben wir dann keine Rechte. Ich glaube, dann wird es wieder. Nächster Prozess. Genau. Ja. Ja. Du wolltest aber ursprünglich mal Schauspielerin werden, oder? Ja, ich habe nach der Schule ein bisschen Theater gespielt, habe beim Radio gearbeitet und bin dann irgendwann zu Viva dazu gestoßen. Und das erst sehr, zu Viva und jetzt bin ich bei Viva 2. Und das finde ich sehr interessant, du warst erst reine Sprecherin bei Viva, ja? Ja. Offsprecherin? Genau. Das heißt, was hast du da angesagt? Ich habe Beiträge vertont, also ich war so die Stimme aus dem Off und zur Moderation bin ich gekommen. Irgendwann hat ein Redakteur zu mir gesagt, hey Katja, also wir beide sollten mal ein Casting zusammen machen. Und der hat eine Moderatorin für seine Kinosendung gesucht. Zu der Kinosendung ist es dann nicht gekommen, aber es hat geklappt mit dem Casting. Ich habe dann die News erstmal gemacht. Und das ist ja auch eine Seltenheit im deutschen Fernsehen, wenn ein Redakteur sagt, hey Katja, wir sollten mal ein Casting machen. Ja? Dann endet Sensation. Das ja sehr oft nicht vor der Kamera. Doch. Ja. Aber in diesem Fall war das wirklich so? Und du bist auch verheiratet mit einem, wie soll ich mal sagen, einem wichtigen Geschäftsführer? Ja, sprich's frei von der Leber. Ja, ich weiß nicht genau den Titel, der stellvertretende Geschäftsführer? Nee, ich bin verheiratet mit dem Viva 2 Programmdirektor. Programmdirektor. Also mit meinem Chef sozusagen. Ja, aber das hatte gar nichts damit zu tun, weil ich finde das immer, es ist immer so, naja, klar, ist ja klar, ist mit dem verheiratet und so. Nein. Mich haben jetzt auch wirklich alle Leute gefragt, ja, Katja, klar, dass du nicht gefeuert worden bist, ne? Du bist ja auch mit Elmar Gieglinger, dem Programmdirektor, verheiratet. Aber also wir sind schon seit 8 Jahren verheiratet und... Das aber das stelle ich mir dann zu Hause doch irgendwie heavy vor. Oder wenn man dann so sitzt und sagt, man isst und sagt, klar, musste das denn passieren? Der Gorni hat mir durchgeknallt und so weiter, rief mich da an und so. Also wird das dann zu Hause nochmal unter Eheleuten ja doch nochmal durchgekaut, oder? Also normalerweise versuchen wir wirklich beruflich und privat zu trennen, was manchmal nicht ganz einfach ist. Vor allem in den letzten 2 Wochen, da war es nicht einfach. Ja. Also... Da ging es hoch her. Gut, aber ihr wart ja ein bisschen in Urlaub in Spanien. Ja, vor 4 das war Wochen. Aber vorher, oder? Stimmt, das heißt, man ist schön erholt aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir haben uns vorher erholt und dann kam der Knall, sozusagen. Das ist oft so. Wenn man gut erholt zurückkommt aus dem Urlaub, ist man leichtsinnig und schon beleidigt man Künstler, die man gar nicht beleidigen will. Ja. Ja, weiß ich nicht. Es gibt halt Künstler, mit denen kann Viva 2 überhaupt nichts anfangen. Ich persönlich auch nicht, sonst wäre ich nicht bei dem Sender. Und damit müssen die Künstler leben, dass unsere Charts nicht allzu blumig sind, sondern wir auch wirklich mal provokante Sprüche loslassen, was auch Wolfgang Petri angeht oder zum Beispiel ganz tolle Band Modern Talking.
Ja, das sind unsere besten Freunde. Die Backstreet Boys. Backstreet Boys. Toll. Also ich würde sagen, weiter so machen, einfach nur, man muss sich einfach listig anstellen, schlau. Man kann eigentlich alles sagen. Ja, da kann ich viel von dir lernen eigentlich. Naja, man kann alles sagen, man muss nur sagen, nö, hab ich doch gar nicht gesagt, guck doch mal genau hin. Weißt du? Immer so die Worte, die richtig böse sind, die muss man vermeiden, weil dann werden alle böse und da zerreißt so manches Freundschaftsband. Ja, apropos. Geschenk? Apropos Freundschaftsband, Harald. Also wir in der Viva 2 Redaktion und ich natürlich auch, wir haben uns so angestrengt, ja. Wir haben geknotet und ich dachte, ich bringe das mal hier mit. Ich musste das jetzt mal so auf den Tisch schütten. Das finde ich aber toll. Ja. Verliebt, verloren. Schön. Ja, genau. Vergessen, verzeihen. Das ist aber. Ja, ich finde, da solltest du dir jetzt eins aussuchen. Und du kannst auch die alle umbinden lassen. Nur ich denke, dann sind mir gefällt eigentlich das hier, dieses bisschen Glitzerhafte. Ja. Ja, und das bindest du mir jetzt um? Das binde ich dir jetzt um. Und Harald, du kennst ja die Legende. Nee. Hoffentlich. Wie geht die? Du darfst dir das jetzt nicht nach der Sendung, so nach dem Motto, ist jetzt vorbei. Ja. Morgen neuer Tag, neue Gäste. Das mache ich ab. Das geht nicht. Sondern? Weil das bringt dir sonst Unglück, wenn du das abmachst. Welche Art von Unglück? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich verstehe. Man muss das dran lassen. Bevor das ist dann heraus. Okay, Katja. So, ich binde dir das jetzt so um, weil das ganz fest. Ich werde es in Ehren halten. Ja. In diesem Sinne, toi toi toi, weiter Dank so. Dir. Nur einfach ein bisschen im Hinterkopf ein bisschen vorsichtiger sein. Dann kann nichts passieren. Aber nicht den Mund verbieten lassen. Ja? Ja. Katja Gittlinger, Viva 2, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast ist seit 2 Wochen, jeden Nachmittag, 14 Uhr, mit seiner täglichen Talkshow, Ricky, hier in Sat 1 zu sehen. Herzlich willkommen, Ricky Harris. Das ist für Horst. Ricky, nimm Platz. Wie geht's nach den ersten 2 Wochen? Oh, mir geht's eigentlich super. Mir geht's super. Mir geht's super. Ja, das ist echt fantastisch. Gut. Du bist zufrieden? Ich bin hier bei Super Team. Ist das für mich? Nein, das ist für Horst. Das ist für dich. Das ist Horst. Ja. Horst, darf ich von dir? Nein, nimm von dir. Nein, der hat gesagt. Ja, entschuldige, das ist Horst. Das ist für dich. Ja. Jetzt weiß ich. Du bist zufrieden? Super. Ich bin zufrieden. Ich bin 2 Wochen zu sehen. Ich bin in einem super Team. War die Anfangsphase so, dass du gesagt hast, so habe ich es mir vorgestellt? War es härter oder hat es gleich von Anfang an geklappt? Okay, ich muss dazu sagen, ich war fast 2,5 Jahren bei Home Order Television zu sehen, bei Hot. Und da habe ich meine erste Erfahrung, was Fernsehen überhaupt betrifft, gesammelt. Und dann bin ich zu meiner Daily Talk Show reingefallen, sage ich einfach so. Ja, man hat dich da entdeckt? Ja. Entdeckt von Warum? Hot. Haben Sat 1 Bosse bei Hot gekauft? Ja, wie es öfter passiert, man zappt einfach durch. Und da war Ricky gerade mit einer Lamadecke. Lamadecke? Lamadecke. Schön warm für die Beine. Aber Harald, weißt du was? Ich habe nicht gewusst, was ein Lama überhaupt ist. Ach ich habe gewusst, dass es ein Tier ist. Ja? Das war eine von meinen Reserveprodukten. Muss ich kurz erklären. Ich habe dann eine Palette gehabt von Sachen, die ich verkaufen sollte. Ja. Und dann habe ich als Reserveprodukte diese Lamadecke. Aber ich war sicher, ich werde auf diese anderen Sachen bleiben. Die waren wirklich innerhalb von einer halben Stunde alles ausverkauft. Aha. Dann hat mein Producer im Ohr gesagt, Ricky, jetzt müssen wir die Reserve machen. Ja. Das bedeutet Lama-Decke. Lama. Und ich, was heißt Lama auf Englisch? Weiß ich bis jetzt nicht. Lama? Ich weiß nur, dass das ein Tier ist. Ja. Vierbeinig. Ja, und es spuckt. Das habe ich damals auch nicht gewusst. Ja. Ich war gerade am Überlegen, hat es ein Kugel oder 2 Kugeln auf dem Rücken? Höcker. Ja, genau. Höcker. Ja. Da war ich überhaupt nicht sicher. Und dann habe ich angefangen, mit diesen 3 verschiedenen Farben, was wir theoretisch zu verkaufen haben, habe ich überlegt, wie soll ich das am besten machen? Ja. Dann habe ich eine so um meinen Kopf herum getan, die zweite so über meinen Körper getan, die dritte so über die Hüfte. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu tanzen. Ein bisschen zu singen mit das ganze Lama-Geschichte, weil ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Lama ist. Ja. Ich habe gesagt, mir ist warm hier drin. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Lamen, dass die in kalte Witterung. Bei Lamen? Bei Lamen. Wenn das kann ein Prozess geben. Weißt du was, Lamen? Lame. Lame. Ach so. Du sagst Lamen, the lame. Diese deutsche Sprache. Ja, und Lamas. Lamas. Mit S. Mit S am Schluss. Das Lama,
Die Lamas, habe ich die der Lame, die Lamen. Was machst du eigentlich morgen Abend? Weil das ist dann super, nein, wir können dann weitermachen. Ist es so, vielleicht bestellt man sich gerade, ich will nicht sagen, wenn man lahm ist, aber wenn man Schwierigkeiten hat mit dem Gehen, gerne Lama-Decke. Und insofern hat sie wieder gepasst. Das heißt also, bei Sat.1 hat man bei Hot reingeguckt, hat gesagt, okay, dieser Junge weiß nicht unbedingt, was ein Lama ist, aber kann es super verkaufen. Ja. Die waren innerhalb von Minuten ausverkauft, ja, das muss ich sagen. Da habe ich richtig Spaß gehabt dabei. Und ich glaube, das haben die Zuschauer dann auch gemerkt. Du hast ja eine unglaubliche Reise hinter dir. Du bist geboren in Detroit. Detroit, Michigan, ja. Ja, also es ist sozusagen die Heimat von Prince auch? Ja, ja, auch. Die große Autostadt? Habe ich leider nicht gesehen, der Prince, aber ich glaube, der ist sowieso kleiner als ich, so das heißt. Ja, ich glaube. Nee, 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 ich meine nur vom Größe. Ja. Und von wo seid ihr hingezogen? Ja, mein Vater hat dann eine große Stelle als Musikdirektor, Musiklehrer von der Klassikerseite hier in Deutschland bekommen. Ich war gerade mein Diplom fertig, ich habe abgeschlossen in Telecommunications and Broadcasting und ich habe gesagt, okay, jetzt will ich vom Studieren eine kleine Pause, Vater zieht um mit Mutter nach Deutschland, große, große, große Stadt, es wird toll sein, ich vom Detroit, Michigan zu Hunsrück. Hey, wonderful. Und nach der Hunsrück zum Ohlweiler, wo wirklich 105, weil wir waren zu 5, Einwohner drin waren. Das heißt, rechts von mir Kühe als Nachbarn, links dann die Hühner. Ja. Und Ricky ist manchmal aufgestanden und habe ich die ganze Zeit gemacht, weil es war unheimlich. Wie heißt der Ort? Ohlweiler? Ohlweiler. Ohlweiler im Hunsrück. Ohlweiler im Hunsrück. Und da haben wir gewohnt. Aber nicht lang. Nee. Wo seid ihr dann hingezogen? Ich habe dann ganz schnell, nach 3 Tagen, habe ich die Nase voll von diesem Haus. Wirklich, war 3 Tage? 3 Tage habe ich ausgehalten. Dann habe ich gesagt, ich gehe spazieren. So, dann bin ich spazieren, 4 Kilometer ins nächste Stadt. Das Wie heißt die? Simmern. Aha. In Hunsrück. Mm. Und ja, da habe ich zum ersten Mal eine deutsche Bank besucht, weil ich habe nur $20 in die Tasche gehabt. Ja. Ich wollte nicht lang bleiben, nur ein bisschen Eltern helfen mit diesem großen Umzug. Und dann bin ich in der Bank reingegangen und dann habe ich jüngere Leute gesehen. Da habe ich zufällig meine Frau auch kennengelernt. Und wie? Ich habe einfach... Entschuldige mal, nach 3 Tagen bist du 4 Kilometer spazieren gegangen, in die Bank rein. Ja? Und da war deine Frau? Da war... Wann habt ihr geheiratet? Nachmittags? Nein. Nein. Das ist gut. Ich muss dazu sagen, es hat ein paar Jahre gedauert, bis sie endlich Ja gesagt hat. Echt? Ich war immer richtig? Es war schwere Arbeit für Ricky. Aber ich war in dieser Bank, ich habe mich gefreut, weil da waren Leute in meiner Alter da. Und dann bin ich einfach zu dieser Frau Gabi gegangen. Ich habe gesagt, was machen die jüngeren Leute am Wochenende hier in diesem Dorf? Und sie hat gesagt, dann gehen wir in ein Dorfdisco. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Dorfdisco, okay, nehme ich mit, bitte. Und die haben gesagt, ja, du kannst dann mitkommen. Dann bin ich dann in einen kleinen Käfer, 4 Mädels drin, alle am Rauchen. Ich bin nicht Raucher. Oh. Diese Weibe im Hunsrück. Dann gehen wir da rein und ich sag Harald, ich habe Leute gesehen, sowas habe ich in Detroit nicht gesehen. Grüne Haare, ich meine, meine ist auch nicht. Und nicht mal gefärbt. Hunsrück, weißt du? Grüne Haare. Ja. Und dann geht's los, die Touren sind aufgegangen in diese Disco. Da war viel Nebel, viel Rauch und das Lied Shout, Shout, Let It On Out. Und das ist Sachen, das ich vor Jahren gehört habe. Ich habe gesagt, das gab nicht was. Aber das war meine Erfahrung mit der Dorfdisco. Ja. Da waren wir allerdings jedes Wochenende. Und das war dann aber mit der Zeit, hast du dich daran gewöhnt, ne? Oder? Es geht nicht anders. Ja. Ne? Wir waren am meisten auf die Seite da, so Wo lebst du jetzt? Jetzt bin ich in Bayern. Wo denn? In Bayern, so 100 Kilometer von München ungefähr entfernt. Und deine Show wird aber in Potsdam. Aber wieder, weißt du, was lustig ist? Nein. Wieder in ein kleines Dorf. Es ist doch schön. Es ist schön. Detroit, die große Stadt, kennst du doch. Ja, genau. Oder? So und jetzt Countryside. Countryside. Ja. Und jetzt bin ich dann mit meinem Produktionsteam. Da arbeiten wir in Babelsberg. Schön, dass du uns mal besucht hast. Schön, dich persönlich kennenzulernen. Hey. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke sehr. Drück dir die Daumen. Alles Gute. Alles Ricky klar. Harris, morgen zwei großartige Freunde und Herren. Meine spezielle Freundin von Viva, Alex Spechtel. Und unsere großartige Kollegin Sat.1 Nachrichten, Astrid Vorlauf. Bis morgen Abend. Danke, gute Nacht.